Hallo meine lieben Freunde und Zählerkrieger, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade dabei, einen Look zu schminken und wollte mir in diesem Moment Locken machen. Und da dachte ich, Moment, es gibt so eine mega schnelle Art, Locken zu machen. Also ungefähr in 5 Minuten. Und deswegen muss ich die für euch aufnehmen. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß! Ja, was ihr dafür braucht, ist ein Lockenstab. Hierfür benutze ich von GHD, keine Ahnung wie er heißt. Ich blende ihn euch sonst nochmal ein. GHD liebe ich, die halten 10.000 Jahre. Und ja, oder einen anderen Lockenstab, Glätteisen geht auch. Und ein Haargummi. Ich habe jetzt hier nur so ein gutes. Habe ich noch ein anderes, was nicht so gut ist? Irgendein Haargummi. Und dann macht ihr euch einen Zopf. Und das ist wirklich so eine tolle Methode, weil ansonsten hängt man ja so lange und muss abteilen und Strähne, also Passé für Passé, Strähne für Strähne nehmen. Und dann dauert das so lange. Und jetzt macht ihr euch einen Zopf. Ich muss gleich die Kamera mal ein bisschen hochneigen. So, jetzt habe ich hier den Zopf und natürlich müsst ihr immer einen Hitzeschutz verwenden. Und was ich richtig cool finde, ist von Gatsby dieses Phänomenal Express Dry Styling Spray. Also das kann man auch für das Handtuch trockene Haar benutzen. Und das ist Hitzeschutz, schnelles Föhnen, Kämmbarkeit und Formbarkeit. Also da ist alles drin, was wir brauchen. Und gut, schnelles Föhnen brauche ich natürlich nicht. Oh, habe ich jetzt meinen Hintergrund nass gesprüht? Ja. Das war jetzt nicht so schlau. So, und das Praktische ist, ihr macht dann hier den an. Ihr braucht halt wirklich nur hier von ein paar Strähnen nehmen. Also ich sag mal so 3 bis 5 Strähnen. Kommt immer drauf an, wie viel Haare das sind. Und dann nehmt ihr den Lockenstab. Ich mache immer gerne nach außen. Huch, nimmt eine Strähne. Seht ihr das? Und dann dreht ihr das hier schön ein. So. Hier eine Locke. Es kommt natürlich drauf an. Und die nächste Locke. Erstmal den Ansatz und dann gehe ich hoch. Es muss auch nicht so ordentlich sein. Die nächste Strähne. Ich glaube, ich mache noch 3 Strähnen ungefähr. Es kann auch sein, dass ihr das schon kennt, aber mir liegt das so am Herzen, dass ich das auf jeden Fall auch mit euch geteilt habe, weil ich die Methode so praktisch finde. Und ja, eigentlich mache ich das oft, aber irgendwie nie. Bis jetzt, wenn ich ein YouTube-Video gedreht habe. Also ich ziehe das immer noch mal nach, weil ich so dicke Haare habe und dass die Spitzen halt zum Schluss erst reinkommen. Aber das müsst ihr nicht machen.
jetzt noch hier einstrichen. Ausmachen. Dann könnt ihr es so ein bisschen abkühlen lassen. Man kann es auch zusammenknüdeln und dann nochmal so hochstecken. Dann bleiben die Locken, aber es kühlt ein bisschen ab. Wenn ihr das jetzt aufmacht, dann habt ihr hier richtig, richtig schöne Haare. Ich muss euch mal wieder runter machen, dass ihr das auch seht. Tada! Also diese Methode, ich liebe sie. Das ist wirklich so praktisch, weil das alles so ultra, ultra schnell geht. Ja, das musste ich euch unbedingt zeigen. Und ich lasse sie hier noch ein bisschen auskühlen, aber... dadurch, dass man Zopf macht, hat man auch gleich so ein bisschen hier so ein Blumen drinne. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so spontan. Jetzt werde ich meinen Look weiter schminken und ja, ich würde sagen, lasst mir gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im neuen Video bzw. im nächsten Short oder Instagram Reel. Ja, folgt mir da gerne. Überall heiße ich Sailor Genie. Knutscher gehen raus und dann bis zum nächsten Mal.